Aldo Schnurbus, in der bundesdeutschen Bob-Szene ein richtig bekannter Mann, natürlich auch hier in Winterberg hier in der OK-Leitung tätig, zuständig für das sportliche Programm und für das Rahmenprogramm. Aldo Schnurbus, im sportlichen Programm gibt es ja eine Art kleine Sensation. Ja, wir sind jetzt erstmal sehr froh, dass das sportliche Programm jetzt steht und mit allen Partnern, die ja sehr wichtig sind, TV, FIBT und so weiter, auch final abgestimmt ist. Ja, Sensation, es ist zumindest vom Ablauf her völlig, begehen wir Neuland, indem wir statt wie sonst vorgesehen bei Weltmeisterschaften 8 Wettkampftage haben, in beiden WM-Wochen jeweils von donnerstags bis sonntags und indem wir in den Zweierbob-Wettbewerben Frauen und Männer zwischen dem ersten und dem zweiten Renntag einen Tag Pause eingebaut haben. Das ist also auch ungewöhnlich, war auch für den Sport erst sehr ungewöhnlich, aber letzten Endes haben die dem zugestimmt. Wir haben jetzt dadurch, durch diese Abläufe, die wir jetzt festgezurrt haben, exzellente TV-Fernsehzeiten beim ZDF, also hier in Deutschland, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, mit über 7,5 Stunden Sendezeit, die jetzt schon feststehen. Dazu kommen ja noch viele andere Sender. Und wir haben auch insgesamt vom Programm her, glaube ich, Uhrzeiten, Rennbeginnzeiten und Rennendezeiten festlegen können, die auch sehr zuschauerfreundlich sind. Thema zuschauerfreundlich bzw. besucherfreundlich. Es gibt ja noch ein wunderbares, sage ich einmal, Rahmenprogramm, das jetzt auch schon weitgehend steht. Ja, es entwickelt sich natürlich jetzt von Tag zu Tag, aber ich sag mal, die Rahmendaten, die stehen eigentlich. Insbesondere ein Schwerpunkt des Rahmenprogramms wird natürlich die, wie ich finde, tolle Eröffnungsfeier, Eröffnungsshow am 26. Februar sein im Eventpalast, früher Kegeltanzpalast. Fassungsvermögen rund 1500 Besucher. Da erhoffen wir uns natürlich volles Haus an dem Abend und da werden wir sicherlich ein ganz tolles Programm präsentieren, das dieser WM dann auch würdig sein wird. Aber es gibt darüber hinaus noch viele andere Side-Events, wie man ja heute so schön sagt, sowohl auch im Eventpalast nochmal mit der Radio Sauerland WM-Party, sofort einen Tag später. Dann gibt es zwei große Konzert- und Showveranstaltungen, die wir dann aber auch bald in Kürze genau definieren und bekannt geben können. Da sind wir in den letzten Gesprächen mit den Agenturen, mit den Konzertagenturen. Ja, wir haben das WM-Zelt im Zentrum stehen, was 2 Wochen lang der WM-Treff und die WM zum Anfassen bedeuten soll. Und im Bahngelände werden wir natürlich auch ein sehr attraktives Rahmenprogramm präsentieren. Noch einmal WM-Zelt. Ist das ein Fixpunkt? Das WM-Zelt im Stadtzentrum ist auf jeden Fall ein Fixpunkt. Das hatten wir ja vor 20 Jahren zur WM 95 auch schon mal mit sehr, sehr großem Erfolg. Und ich muss ehrlich gestehen, das hat uns auch eigentlich jetzt wieder so inspiriert, ein ähnliches Angebot wieder zu schaffen. Also wir wurden auch schon von vielen gefragt, gibt es denn wieder ein WM-Zelt mitten in der Stadt? Also tagsüber das sportliche Programm an der Bobbahn und abends soll eben das Programm dann auch im Stadtzentrum für alle präsent sein. Dankeschön, Aldo Schnurbus. Danke auch.